Punkt 12 Uhr ist es geschafft. Der erste Buchstabe ist Geschichte. Auf einer Spezialkletterbühne montieren Arbeiter den rund 25 Kilo und 2 Meter hohen Buchstaben ab und transportieren ihn nach unten. Nach außen wird sichtbar, dass es jetzt endlich losgeht, weil viele fragen uns immer, ja, man sieht ja nichts, was macht er denn? Wir arbeiten hier schon seit bestimmten über einem halben Jahr. Wir haben im Innenbereich saniert, damit wir dann auch entsprechend dann an die Fassade gehen können. Es ist das Ende einer Ära. Mehr als 40 Jahre galt das Rathauscenter als eines der Wahrzeichen von Ludwigshafen. Bis zu 10.000 Menschen gingen dort täglich einkaufen. Weil das Gebäude aber zu marode war, wurde es 2021 geschlossen. Dass es bis zum endgültigen Abriss letztendlich so lange dauert, liegt auch am Recycling. Denn möglichst viele der im Rathauscenter verbauten Stoffe sollen wiederverwendet werden. Alles, was verwertbar ist, wird wiederverwendet. Also die Gläser von der Fassade werden wiederverwendet, kommen im Kreislauf zurück, das Aluminium der Fassade kommt zurück und alle Materialien, die wir wiederverwenden können, werden auch entsprechend dann nicht entsorgt, sondern werden weiterverwendet und gehen dann zu den Verwertern und werden dort dann wieder entsprechend eingeschmolzen und dann entsprechend kommen sie wieder in den Kreislauf zurück. Insgesamt wird der Rückbau vermutlich etwas mehr als 70 Millionen Euro kosten. Dabei gilt vor allem die Fassade als Sorgenkind. Dass der Fassadenrückbau, wie er sich jetzt darstellt oder wie er kommen wird, so aufwendig wird, hat keiner mitgerechnet. Die Fassade ist nicht so gebaut worden, wie alle glaubten. Und sie sieht etwas anders aus und es ist eine spannende Herausforderung. 7 Buchstaben wurden heute entfernt, jeder einzelne sorgfältig abmontiert. Nach 3 Stunden prangte nur noch Center am Gebäude, zumindest wenn man von Mannheim aus herüberblickt. Die restlichen Buchstaben sollen dann in den kommenden Wochen abmontiert werden. Erst wenn der komplette Schriftzug weg ist, können die nächsten Schritte starten. Ab der 3. Januarwoche werden die Mastkletterbühnen aufgebaut werden. Das wird ungefähr 1,5 Monate dauern, bis Ende Februar. Dann werden wir die Fassade inspizieren, gucken, weil wir dann überall von außen rankommen, dass es auch so ist, wie wir es erwarten, was wir bis jetzt wissen. Und dann werden wir ab Mitte März mit dem Rückbau der Fassade quasi von ganz oben anfangen, also oben im Technikgeschoss. Und dann geht es etagenweise im Kreis herum, laufen wir quasi immer und bauen wir dann die Elemente weg. Wenn alles glatt läuft, soll der Turm des Rathauscenters Ende 2025 weg sein. Die Buchstaben möchte die Stadt weiterverwenden, wofür ist bislang aber noch unklar.